letzten Video waren wir im Gunung-Leuser Nationalpark. Danach haben wir beschlossen, soll es auch für uns auf eine einsame Insel gehen. Diese liegt hier in der Nähe von Sumatra. Um dorthin zu kommen, mussten wir zunächst vom Gunung-Leuser Nationalpark wieder zurück in die Hauptstadt nach Medan fahren, um von da aus wieder auf die andere Seite von Sumatra zu gelangen, um dort dann den kleinen Hafen in Singkil zu erreichen. Wir haben die Fahrt nochmal sehr genossen. Man hat nochmal viel von der Landschaft gesehen, die Straßen, die immer umringt sind von den kleinen Läden. Auch war es cool, den verrückten Verkehr zu beobachten. In der Mitte der Insel gibt es Stellen, wo die Straße nicht immer nur von den Läden zugebaut ist, und da tut sich auch gleich wieder der Urwald auf. Auch ist es da höher gelegen, das Klima angenehmer und somit gibt es da viel Obstanbau. Und dann kam noch vollkommen unerwartet für uns eine Art Mini-Disneyland, was, denke ich, auch nur von Einheimischen besucht wird. Wir sind gestern von Bukit Lawang nach Singkil gefahren. Eigentlich dachten wir, dass wir direkt fahren, sind auch über Medan gefahren. Dadurch waren wir dann insgesamt fast 14 Stunden unterwegs. Und heute geht es noch mit dem Boot auf die Insel. Wir waren heute früh um 8 am Hafen, also am Hafen, da wo das Boot liegt. Und jetzt ist es um 3. Ja. Und jetzt fahren wir los. Ja, uns ist die Ebbe ist immer mehr gekommen. Es ist spannend, ob wir jetzt da drüber kommen quasi. Deswegen sollen wir jetzt hier vorne auf dem Boot sitzen, damit das Boot weiter hochpasst. Wir sind gerade auf eine Sandbank aufgesetzt. Und hier kommen Wellen! Hui! Ich bin spannend. Echt gespannt, ob wir da jetzt wieder runterkommen. Wir sind hier gerade auf Grund gelaufen, weil die Ebbe schon zu weit vorangeschritten ist. Und jetzt ist hier einer ins Wasser gesprungen und hat eine tiefe Stelle gesucht. Und da müssen wir jetzt langfahren. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Die nächsten Versuche sind auch gescheitert. Jetzt fahren wir wieder zurück und werden es heute Nacht nochmal probieren. Ein neuer Versuch. Wir haben jetzt ein kleineres Boot gemietet und versuchen damit das Weltmeer zu überqueren. Mal schauen. Also zumindest bis zu unserer Insel. Oder erstmal zu einer anderen und dann irgendwann zu unserer Insel. Whatever. Es ist auf jeden Fall jetzt um 4. Es hat 8 Stunden gedauert, um nichts zu erreichen.
Wir sind jetzt hier auf unserer einsamen Insel angekommen, dann gestern Abend noch spät. Und naja, jetzt schauen wir uns die mal an. Auf jeden Fall ist es schon witzig, dass die nur 40 Meter breit ist oder so. Also man sieht, hier ist hier am Meer und da ist auch gleich wieder das Meer. Wenn man die schüttelt, hört man die Flüssigkeit innen drin. Und jetzt probieren wir die hier aufzumachen. Ja, cool. Warte mal, ich gebe mir eher mal noch ein. Willst du auch erstmal kosten? Ja. Das ist lecker. Oh. Cool. Ich will auch noch einen Schluck haben. Boah, geil. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach geht.
Tuvalu. Cool. Mm, die ist auch richtig lecker. Oh. Oh. Mm. Jetzt brauchen wir nur noch was zum Rauspielen. Das ist doch cool. Ich finde das auch viel hübscher als wie die, die immer machen, oder? Mhm. Wir werden hier immer gut mit Essen versorgt. Es gibt wie fast jeden Abend Fisch und der ist immer irgendwie anders zubereitet. Das ist richtig cool. Mittagessen. Fischkuchen. Schon hübsch, hä? Ja.
heute ist unser letzter Abend hier auf der Insel und morgen fangen wir dann an, nach Hause zu reisen. Das ist schon ganz schön verrückt. Boah, wir haben die Zeit hier total genossen, mit so vielen verschiedenen Dingen, schnorcheln und essen und nichts tun und haben uns auch mal gelangweilt, was irgendwie richtig gut tat. Genau, und jetzt merken wir aber, dass der Drang, nach Hause zu kommen, immer größer wird. Und dann geht's bald nach Hause. Naja, zumindest machen wir uns erstmal auf den Rückweg. Ja, wir machen uns auf den Rückweg. Wir müssen, um nach Hause zu kommen, zwei Boote nehmen. Mindestens drei Autos, zwei Flüge und noch ein paar Busse und Züge. Keine Ahnung. Bisschen braucht's, wenn wir zu Hause sind. Das ist der erste Schritt mit dem Boot auf die andere Insel. Das sollte jetzt so eine Viertelstunde dauern. Schön war's hier. Mach's gut, liebe Insel. Wir sind jetzt in Sinkir angekommen. Sinkir? Wir sind angekommen. Mit der Fähre in Sinkir jetzt bereits angekommen. Moschee mit einem schwarzen Dach, das ist der Sag doch einfach, wir sind jetzt in Sinkir.